Wonnerscheine guten Abend. Hier ist der Mama Fernsehen mit der Emission vom 10. Februar 2021. 6 Jahre war der Luc Faller Chefin von der Gemengmama. Dann ist sie aus beruflichen Gründen zurückgetreten und der Marcel Schmidt hat ihn ersetzt. Hallo ist hier im Do. Und der Mama Fernsehen hat sich mit ihm unterhalten. Luc Faller, nur 3 Jahre aus deren Retour an der Chefin geht heute zu Mama. Wie hast du zu kommen? Boah, ich meine, ihr wisst, ich bin eigentlich immer jung. Ich bin hier an der Gemeinde aufgewachsen. Ich war als Kind an der Verein, als Jugendlichen an der Verein. Ich habe mich relativ frei für die Politik interessiert. Ich habe 25 Jahre an der Kommission angefangen. Dann war ich am Gemeinderat, am Chefrat. Für 3 Jahre konnte ich leider wegen anderen Obligationen das Mandat nicht weiterfeiern. Den Marcel Schmidt hat du überholt. Marcel hat aus persönlichen Gründen decidiert, viel auch nicht weiterzuführen. Und ich wollte die Chance aber dann auch nicht entwutschen lassen, weil meine Gemeinde mir einfach um Herz leider, weil die Erbe an der meiner Gemeinde auch richtig spät möchte. Dafür ich decidiert, für uns an den Chefrat zu kommen. Morgen vom Chefrat haben definiert Aufgabenbereiche. Was sind er? Ja, das ist, wie an allgemein, ist das eigentlich relativ klar definiert. Für das auch jeder weiß, was er machen muss. Es ist eine Chance, dass ich die Aufgabenbereiche kann überholen, die ich schon 6 Jahre gemacht habe, sodass ich eigentlich relativ schnell dran geschafft bin. Und es sind Aufgabenbereiche, die mir richtig Spaß machen. Das ist als erstes die Schule, zusammen natürlich mit der Struktur der Kirche, an alles, was dazugehört, mit dem Relais, aber auch die Musikschule. Das ist dann natürlich die Kultur, zusammen mit dem Kulturzentrum, zusammen mit dem Kulturverein, der ganze Sportsbereich, mit der Sportassoziation. Und da vielleicht ein bisschen mehr um administrative Plan an der Gemeinde, aber das finde ich nicht mehr interessant. Auf der einen Seite eine andere Kommunikation haben, zusammen mit dem Service von der Relation Publik, an auf der anderen Seite das Protokoll mal gucken. Stichwort Kultur. Du hast ja effektiv an den letzten Monaten konnte nicht viel laufen, Covid-bedingt. Wann mal darum können zusammen kommen? Auf was können wir jetzt aufgehen? Das ist im Moment schwer zu sagen. Ich meine, erlaubt mir ein bisschen weit auszuholen. Ihr wisst, dass Kultur bei uns an der Gemeinde ganz hohe Stelle wert hat. Wenn ich Kultur so und dann heißt das Kultur au sens large du terme. Wir probieren schon über Jahre, die Leute ganz reichen, ganz diversifizierten Kulturbereich, sieht das an unseren Infrastrukturen, sieht das da draußen, uns zu bieten. Für was machen wir das? Wir sind eine Gemeinde nur bei der Stadt Lützeburg. Wir sind eine Gemeinde, was absolut normal ist, wo alle Jahre Leute fortplanen, wo aber auch ganz viele Leute beikommen. Und uns ist es einfach wichtig, dass die Leute hier an der Gemeinde die Möglichkeit haben, rauszugehen, weil die Welt nicht jeder reden, ob es nach weit fahren. Aber wir meinen einfach, dass Kultur extrem wichtig ist für die soziale Integration und für das Zusammenleben von den Menschen. Das war an den letzten Monaten natürlich ganz kompliziert. Wir haben nur eine Ouvertur, in dem Sinn, dass das Kulturzentrum nicht abgegangen ist. Das Ganze natürlich an ganz strenge sanitäre Maßnahmen. Ihr wisst, dass wir eigentlich rund 430 Sitzplätze am Kulturzentrum haben, der das auf 60 Plätze reduziert. Mit ganz strikten sanitären Maßnahmen, die auch ganz streng kontrolliert werden, weil wir wollen nicht, dass die Leute hingehen, für sich umzustehen, wir wollen, dass die Leute hingehen, für sich zu amüsieren und einen flotten Abend zu verbringen. Dann natürlich an der Gemeinde. Ja, das ist kompliziert. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, wenn wir vom Coronavirus schwätzen. Mir nichtsdestotrotz meinen schweren Fehler, wenn wir nicht gingen planen. Schlimmstenfalls müssen wir aufsuchen. Wir sind da am Gang an 3 Phasen eigentlich für den Sommer zu planen, vom späten Frühjahr bis der Sommer Nationalfeiertag. Werden wir auf der Platz bei der aller Gemeinde eine größere Infrastruktur, überdeckte Infrastruktur aufrichten, wo als Service und Relation Publique auch unter dem Fête de la Musik am Gang. Das ist ein immens flottes Programm, auf ihn zu stellen. Dann werden wir ein bisschen weitergehen bei dem Schloss, wo Videomapping über ein paar Wochen wird laufen. Videomapping, das wissen wir, das ist eine Projektion von der Mama Geschichte auf die Facette von Mama Schloss. Das Ganze natürlich auch, so wie die Leute ein bisschen an der Gemeinde gewinnt sind, kulturell ermutigt. Und da gehen wir natürlich traditionell an die Brille, so wie wir das alle Jahre gemacht haben, auf der einen Seite mit Public Viewing, wann dann die Europameisterschaft soll sein, und mit dem traditionellen Open-Air-Festival, wo wir eigentlich schon für das letzte Jahr ein Programm stehen hatten, dem wir Covid-bedingt leider haben müssen aufsuchen, an dem wir dann dieses Jahr gingen nachholen. Wir planen nicht, wir natürlich denken nicht von uns auf, ob wir es können organisieren oder nicht. Da sind wir bei der Musik gekommen, beim Kulturzentrum, da geht es gleich auch ein Chantier, ein ganz interessantes Chantier, das ist ein Ausbau von der Musikschule. Ja, das ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Chantier. Ich meine, wir haben eine von den größten Musikschulen bei uns am Land, das ist wichtig.
das kann auch Möglichkeit tun, von kleinem Alter hin Musik zu lehren, Solfège zu machen oder einfach eine Initiation an der Musik zu machen. Wir haben auch dafür Pilotprojekte bei uns an der Schule laufen. Das kann auch alle gut an dem heutigen Fall, also eben alle Klassen ein bisschen Mathe auch der Musikschule Chant Choral können machen. Wir gucken, unter dem Titel Musik an der Schule lassen wir ganz viele Gruppen über die Jahre an die Schule kommen. Am Moment nicht, Covid bedenkt mir normalerweise, wo kann er dann die verschiedenen Instrumente präsentiert kriegen. An die Musikschule selber werde ganz flotte Bau gehen, für ein Kulturzentrum. Wir müssen den Bau machen, weil die Musikschule eigentlich an den letzten Jahren so explodiert, dass wir die Musikschule aus dem Kulturzentrum rausholen. Das Kulturzentrum hat mehr Platz, die Musikschule hat mehr Platz. Und ich meine, das ist eine Win-Win-Situation für die zwei Parteien. Eine Tour gemacht ist immer an der Show. Du hast auch noch einen anderen großen Bau, den du das dich aufgefangen hast, schon das Schwang. Ja, das ist richtig. Schule, ich meine, ihr wisst, als Gemeinde, wir sind zuständig für Schulinfrastrukturen. Ich behaupte mal einfach, wir haben relativ moderne Schulinfrastrukturen hier an der Gemeinde mit relativ großen Klassenräumen. Und zusammen mit der Präsidenz und mit der Direktion Regional mit der Schulorganisation. Auch wenn die letzten Monate nicht immer so einfach an der Schule wären, das muss ich einfach so. Und das wäre für die Kinder nicht immer eine einfache Situation, für alle guten Gestbarrieren zu respektieren. Das wäre für die Lehrpersonen nicht immer einfach. Ich meine, wir haben auch Klassen, so wie bei anderen Plätzen an der Gemeinde, die ja Quarantäne gesetzt haben, dass das eine Situation, die ich akzeptieren muss, das kriegen wir im Moment nicht gerne. Nichtsdestotrotz planen wir natürlich um Zeit weiter. Wir sind eine Gemeinde, die weist. Wir merken, dass es immer mehr schwer ist, dass wir Plätzchen auf andere Plätze kriegen, an andere Piscinen, an andere Gemeinden, wo als Kinder können schwammen lehren. Also ist es aber wichtig, dass Kinder so immer mal am Ende vom Zyklus 2, Anfang Zyklus 3 schwammen können, dass die Eltern nicht unbedingt nach Oves oder der Weekend müssen nach Kuren fahren. Und dafür haben wir jetzt nur längere Diskussionen, aber unanim am Gemeinderat dazu entschied, ein Schwamm zu bauen, für das wir also Kinder die Service in der Zukunft können anbieten. Das sind eine halbe Sache, die wir durchkommen. Wir haben was Friedrich am besten. Ich freue mich einfach, ob die flotte Summe mit meinen Kollegen am Chefrot, am Gilles und am Roger. Der Bautenschaffen Roger Negri wird uns an den nächsten Emissionen mit den neuen Chantien aus der Gemeinde Mama vertraut machen. Aufhängen tun wir heute mit der Kläranlage. Wir stehen hier zu Mama bei den Thème Romain, bei der Mama Kläranlage, die schon seit etwas mehr wie 50 Jahren Betrieb ist. Die Kläranlage war seinerzeit ausgerichtet für Einwohner von 13.500. Wenn ihr wisst, dass im Moment zu Mama an der Gemeinde etwas mehr wie 10.000 Leute wohnen, da wissen wir, dass wir an Thème und Kapazitätsgrenze kommen von der Kläranlage. Des Weiteren geht aber die Kläranlage vergrößert, auch auf regionalen Plan. Dabei kommen nämlich ganz Aufwässer von der Gemeinde Garnisch. Des Weiteren sind sowieso Abegraf ein Teil von der Kilner Gemeinde, den Domain Ulm, wie wir das nennen. Des Weiteren kommen noch dabei die Anlagen von verschiedenen Privatbetrieben und Vantaf. Dabei sind auch noch die Aktivitäten vom Park der Aktivität Kapellen. Da schaffen des Ders 5.000 Leute. Und wir haben auch als Lyceum hier am Tossenbierg, die Mama-Lycée, die Europaschule. Und das ist auch eine Planung, eine Sportlyceum, die an die Kläranlage sollen integriert werden. Die Kläranlage soll ausgebaut werden auf 40.000 Einwohner gleichwertig. Aber wir geben uns das mal ein bisschen mehr im Detail angucken. Wir sehen hier alle drin und den Erbesten, dass die Kläranlage auch muss verlängert gehen, um 100 Meter, wo Feder und Terrain gekauft werden. Die ganze Kläranlage fährt sich hier am Mämmerdal auf 800 Meter erstrecken. Technisch ist es so, dass die Kläranlage auf eine biologische Manier funktioniert wird.
wo den Klärschlamm auf 80 Grad erhitzt ging, den aber viele Probleme brüchte, durch ziemlich viel Gestank, besonders wenn nibbelig Wetter war. Und das soll verbessert gehen und das sehen wir direkt, wie das soll funktionieren. Also die Fauten, die Hanna da ist, die dann demoliert geht, die geht dann durch den Turm, den wir hier gesehen haben, in den Plan ersetzt. Das ist ein Anlage, wo die Fässer viel mehr belüftet geht, dadurch brauchen wir auch mehr Basingen, für das zu bearbeiten. Mit dem Ganzen geht dann biologisch traitiert, über die Wegfüllmenger, für dann voraus zu so einer Biogasanlage, wo man dann auch Tötzt nutzen, für dann lernen, von der Kläranlage Gebäudigkeiten zu behützen, aber auch ein ganz Party Strom rundherum und Netz zu speisen. Dass wir da auch so eine Art, wie ihr seht, Win-Win-Situation schaffen am ökologischen Sinn vom Projekt. Das Projekt heute wird realisiert vom interkommunalen Aufwassersyndikat vom Westen, vom Land, dem CDRO. Und dabei geht es doch darum, neben der Extension auch noch mehr proper Wasser zu kriegen für die Vorschriften, die noch bestehen, für die können zu realisieren. Und da ist auch als eine von den ersten Kläranlagen vorgesehen hier am Land, eine zusätzliche Feierstufe zu machen, wo die Klärung von Medikamenten geht, die aus dem Wasser extrahiert werden durch eine Art Osmose. Das wird das Projekt natürlich immer gut steck verdeieren. Wir werden hier noch bei 55 Millionen Leihen von Invest in Heimus gemacht gehen. Davon werden dann 20 Millionen Subsidien vom Staat kommen. Der Rest wird sich dann verteilen, hauptsächlich natürlich Gemeinde Mama, ein Teil auf Bernischer Gemeinde, an ein Teil auf Kölner Gemeinde und zum Schluss noch ein Teil auf die staatlichen Institutionen für Klärung dann zu bezahlen vom Lycée José Bertel, von der Europaschule und von dem neuen Sportlycée, den ugedächt ist. Wir hoffen, wenn wir auf 5 Jahre hier stehen, dass wir dann zusammen ein flottes Projekt können begutachten. Vielen Dank. Wir hatten in der Vergangenheit schon Reportagen über den Horeska-Bereich an der Gemeinde Mama. Lo, wo alles rum zu ist, wollen wir bei der Claude Lang, Komitees-Member aus dem Horeska-Bereich von der Gemeinde Mama, fragen, wie sich die Situation entwickelt. Guten Abend, ich bin da Claude Masgeis, für das mich dann aber ein bisschen besser versteht. Die Leifleit. Ich will euch ein paar Erklärungen geben und ein bisschen zu unserer Situation schwätzen aus dem Horeca-Bereich, wie er dem Mais steht. Mein Kollege, den Claude Freitag, den mein Kaffee wollte, den ich während der Jahre hatte, der wird ja noch ein bisschen spezifische Kaffeesachen so und ich schwätze mehr aus dem Allgemeinen. Wir sagen, die Hilfen, die wir kriegen vom Staat, die sind okay. Aber die besten Hilfen, die kann kein gutgehendes Geschäft ersetzen. Das ist nun einmal so. Wir müssen auch damit erleben, dass die Gesundheit von unseren Mitbürgern vorgeht. Wir wollen ja aber irgendwann eine Menge schaffen und das wird schaffen. Wir sind traurig, dass wir im Moment nicht schaffen, als Personal gerade so. Wir haben meistens das Personal am jungen Alter, zwischen 18, 20 bis maximum 40. Die Leute sind auf Arbeit angewiesen, die vergattern daheim, die gegeckig, als Klient gerade so. Wir haben ja aber eine psychologische Daseinsberechtigung vis-à-vis von unseren Leuten. Das ist die Negative. Wir gingen noch gerne abmachen, aber wie gesagt, Gesundheit geht einfach vor. Für nur mal ein bisschen vorzugreifen, schöne Prozesse im Abbruch von Hilfen, wo ich all den Leuten Merci sagen, fangen wir an, ganz neu bei unserer Mama-Gemeinde. Wir sind leuesmäßig die Gemeinde gelohnt und sind mir okay, wir kriegen von hinten Hilfen an Materialien, an Sinn, wie wir wollen, nur die normale Hilfe vom Staat. Den Horeca-Sektor, den hat ganz genau beschäftigt 22.000 Leute. Von den 22.000 Leuten sind 14.000 Leute am Schomarsch partiell. Das kann kein Demand von den Horeca-Betrieben verworfen gehen. Folglich schaffen noch nach aber 8.000 Leute.
das nicht viel, das aber auch mal das. Es sind am Ganzen 80 Millionen. 80 Millionen Euro ausbezahlt gehen und helfen und Horeca-Betreiber. Wo natürlich die größten, die großen Urteile kriegen, die schon von der ersten Pandemie bis jetzt noch immer am Bulli sitzen. Für keinen anderen Ausdruck zu sagen. Du hast es einfach schwer. Aber auch wir kriegen, wenn wir als das hier fährt, schon kriegen wir Hilfe. Ich will auch hier auf der Platz profitieren für unseren Präsidenten Malin Rix und unseren Generalsekretär François Köpp. Merci so für die exemplarisch gute Arbeit, die Sie machen an Horesca. Und danach ich will ich rauszählen, dass der Gilles Scholtes vom Mittelstandsministerium, ich weiß als ganz sicherer Quelle, dass der Mann nach über 17 Uhr auf Mailen antwortet, am Morgen ist er merkt, wie er Berg schon da ist. Das sieht schön, mit das so, wir müssen noch mal leben. Euer Nussine Claude ist ein Kaffee klein gemengt von Mama. An Lohm am Konfinement, genauso wie beim ersten Konfinement, schaffen wir am Pavillon am Brill zusammen. Das waren meine Viergänger hier, wo wir den Menü du Jour machen, für die Leute, dass wir mal eine Beschäftigung haben für uns. Und so, dass wir aber auch für die anderen Leute da sind, die alle Tage bei uns im Menü sicher kommen. Was das Konfinement belangt, wir sind mittlerweile 13 Wochen zu. Aber mal auch irgendwann ein Kader von Obmann, da geht es um am Personal, die müssen sich alle gut neu anschaffen, weil 13 Wochen, das ist ja auch schon eine lange Zeit, wo sie nicht mehr am Ansatz waren. Und dann haben wir auch noch mit den Hilfen, die wir vom Staat kriegen, das ist gut, das geht aber bei weitem nicht durch. Und da müsste mehr finanziell Hilfe kommen, das wäre übrig. Und dann war ein Urteil an der Stadt um Griech gesprochen von einem Cafetier aus der Stadt, den die Leute nicht braucht zu bezahlen, während der Zeit, wo es so ist. Wenn das Urteil bis recht fertig ist, dann gibt es das auch entgegenkommen, weil wir müssen alle Monate die Leute bezahlen, obwohl wir praktisch keine Suche in den Rack kriegen. Weil allein vom Takeaway, den wir machen, können wir nicht evaluieren. Und, ich habe auch oben die Leute am Kaffee gemacht, weil ich die Kampagne auf Facebook unterstütze von Leuten in Luxemburg, wo ich immens viel Feedback habe und dass mir auch eine Begeisterung gegeben hat, für weiterzumachen, auch wenn wir noch eine Zeit müssen zu machen. Wir sind auch für die Leute und wir sind froh für alle Hilfe, auch von den Leuten, die wir kriegen können. Merci. Nicht alles muss aufgesucht gehen. Da tun sich die Damen vom Kehleclub Avenir Holzem auch gesucht. An einer denen nötige Sicherheitsmaßnahmen ihren Hirkeverkauf organisiert. Hey, guten Abend, Einkehr. Wir sind hier am Pavillon Brill, wo den Avenir Holzem, der Kehleclub, wo ich Präsident bin, Tieke mischt. Die sind dort schon in die ausnahmsweise heimgemäht. Wer wird auf wo? Das ist die Verlustschlummer Sekretärin, die kann euch alles erklären. Merci. Jo, moin alle Guten. Also, wir haben schon unseren 12. Hirkenabend, den wir machen. Normalerweise organisieren wir den zu Holzem am Festsaal. Wir wissen, dass das Jahr Corona-bedingt nicht möglich ist, haben wir den Pavillon am Brill von unserem Präsidenten zur Verfügung gestellt kriegt, für alle Präparationen zu machen. Wir machen Hirken auch ein Portier. Das Jahr sind wir dann auf 260 Portionen, die bestellt sind. Das heißt, wir haben 1400 Filets, die wir alle Gute selber wässern, verbotzen, wie der Lo auch hier gesehen hat, abwarnen, also selber anmachen, die Hosen alles selber machen. Und ab nächsten Freitag kann dann da, gehen sie dann eben aufgeholt. An der Klängergemeinde. An unserem sehr sozial, wo wir dann noch Kehle spielen können, bleibt es dann da in der Sicherheit kommen. Nimmen zu hoffen, dass man nächstes Jahr bei der Busch stehen, wann sie brennt. Mein Buschbrennen von 2017, so mache ich Adi für Haut, und da sehen wir uns den 5. März für eine neue Emission. Bis dahin, macht es gut!